wird ganz, ganz gut. Wir waren schon mal in Kuba. Damals ist es entstanden, weil der Ian, unser Sänger, einfach ein bisschen im Internet geschaut hat nach Bands und was sie so machen. Und irgendwie sind wir dann auf eine Genfer Band gestossen, soweit ich weiss, als er in Kuba war. Er hat dann mit denen Kontakt aufgenommen, weil wir gefunden haben, hey, wow, mal in Kuba zu spielen, das wäre Hammer. Und dann haben die uns den David vermittelt und gesagt, dass er das macht. Hey. Und dann haben wir das mit der brasilianischen Tour verbunden. Wir haben so gut miteinander gehabt. Und er hat immer gemeint, wir sollen zurückkommen für das Brutal Fest. Und jetzt, wo wir die neue südamerikanische Tour geplant haben, ist klar gewesen, wir kommen wieder zurück nach Kuba. Und am besten mit unseren guten Freunden. Das ist ähnlich wie in Marokko, nur dass ich nicht 2 bis 3 Stunden gepennt habe, sondern 1 bis 2. Es gibt irgendeinen verdammten Hellride. Es ist morgen um 5 Uhr jetzt. 800 Kilometer, 1000 Kilometer, keine Ahnung, 10 Stunden, 12 Stunden, 8 Stunden. Also vielleicht weiss, haben wir den Kontakt via Überju hergestellt, dass sie uns empfohlen haben. Von wegen, ich kann mal anfragen, ist da wieder Scheiß zu haben. Wieso sind wir nicht schon lange abgefahren? Nicht von irgendeiner Drecksband wieder irgendeiner verpennt hat. Es wird schon noch auskommen, von welcher Band. Wir sind eine abenteuerlustige Band. Wir haben ja schon so Reisli unternommen in Richtung Afrika. Und es ging darum, gegangen ist, was machen wir als nächstes. Und sich das Angebot für uns eröffnet hat, ist eigentlich der Fall sehr schnell klar gewesen, dass wir das machen. Passt zu uns, wieder irgendwie etwas gestört, oder? Und bis jetzt ziemlich lustig. Wir haben einmal mehr nicht gewusst, was wir erwarten sollen. Aber es ist gut. Afuera de todo esa cagada que es el, todo el pop, el reggaetón que escuchas todo el tiempo. Das sind Freunde, mit denen haben wir schon gespielt. Da ist irgendwie wie, ja, wie wenn du mit besten Freunden in die Ferien gehst. Und dazu können wir einfach noch spielen. Über You, sowieso die beste Band aus der Schweiz, oder? Da muss man gar nicht mehr drüber sagen. Was natürlich sehr cool für sie ist, sie haben jetzt fast eine 3-monatige Tour vor sich. Das mag ich ihnen extrem gönnen, weil ja, die leben das halt auch. Du rührst nicht einfach die Jobs an und gehst 3 Monate irgendwo auf Südamerika auf Tour. Und sie wissen heute nicht, wo sie übernächste Woche genau spielen. Und sind aber genug offen, um das voll jetzt durchzuziehen. Ich finde es eine gute Mischung. Ich finde es gerade auch gut, dass sie ein bisschen unter den Stiegen sind, dass wir ein bisschen Melodiebank dabei haben. Alles sehr gute Livebands. Jeden Abend freue ich mich auf die Shows von den anderen Bands. Es ist lässig, denen zuzuschauen. Die erste Show war sehr cool. Es war in Olgin, gerade im Stadtzentrum, auf einem Dach oben. Wirklich eine mega coole Location. Auch sehr speziell. Sind wir dort angekommen, auf das Dach auf und schauen. Okay, ja, also eine Dachterrasse. Ein bisschen chaotisch halt. Also ich habe es recht chaotisch empfunden. Ja, weil halt die Bühne irgendwie, glaub, bei der ersten Band schon halb eingestürzt ist und man da müssen so Konstruktbilder, die dann sehr hinderlich waren, zumindest für Valetudo, um eine reguläre Show durchzuziehen mit viel Action und so, weil es einfach mega Stolpersteine waren. Soundtechnisch halt nicht wirklich gutes Equipment. Aber auch da, man hat das Beste ausgemacht. Von dem her, es ist Luft gegen oben, aber die Show hat stattgefunden und es ist cool, sie hat Spass gemacht.
was noch lustig ist, es ist immer alles sehr spät und es interessiert keine Sau. Es ist dann morgen um 2 Uhr und es rohrt hier in die Strasse raus. Keine Polizei, nichts. Das ist natürlich auch alles von der Regierung abgesegnet, die Tour. Also das ist abgemacht. Es ist auch klar, dass das anscheinend so lang so laut ist. Also morgen um 3 Uhr machst du bei uns kein Metal-Konzert mehr auf irgendeinem Dach und schon gar nicht irgendwie an einem Montagabend oder weiss nicht was. Es hat mich wirklich erstaunt, dass man nicht einfach so mit Power über die ganze Stadt 6-7 Bands hinwegfegen lassen. Langsam aber sicher am akklimatisieren. Gestern das erste Konzert gehabt. Das war noch gut. Ich meine, ja, wir sind auf Tour in Kuba. Es könnte schlimmer sein. Also, könnte jetzt irgendwo in Castro Brauxel ein Konzert geben. So. Hallo? Fahrt, das heisst 1,5 Stunden. Also 3. Wohin? Auf Bayamo. Wo auch immer das ist. Ich glaube, eins weiter und wieder näher zu Havanna. Das ist sicher schön kühl. Ja, dort ist es ein bisschen kühler. Das ist so ein bisschen auf 3.500 Meter. Wir sind ein Tourtos von rund, weiss ich, etwa 30, 35 Leuten. Eine Local Crew hat es dabei, die sich um eine Backline kümmert. Zusammen in einem Reisegar. Dann fährt man von Stadt zu Stadt, checkt dann in ein Hotel ein. Bayamo! Heisst's. Okay. Es ist so ein Copy-Paste, oder? Von gestern. Super. Langs das Wetter hat und der Scheisse bin ich glücklich. Wir sind hier in Bayamo auf der Plaza de la Vittoria, glaube ich. Irgend so eine Fidel-Bühne. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, hier auf ein Diktatoren-Set. Aber es gibt ein Problem mit dem Strom. Scheinbar haben wir jetzt hier noch Saft für etwa eine halbe Stunde. Unsere Regierungsangestellte Yvonne ist jetzt mit höchster Stelle am Dealen und am Telefonieren, ob sie da irgendwo noch mehr Strom bekommen. Und sonst sieht es ein bisschen schwarz aus für heute.